Herr Dal Santo, anstatt die erste Meisterschaftsrunde sind wir hier dürfen gegen Juventus spielen. Gute zweite Halbzeit, heute ein ganzer Match gegen AC Mailand. Gut mitgehabt, am Schluss sogar fast noch das Penalty ist erzwungen. Was ist die Bilanz? Ja, ich denke, es ist eine positive Bilanz. Es sind zwei Spiele innerhalb zwei Tage mit einem relativ dünnen Kader, der natürlich auch nicht einfach war. Aber die Bilanz ist gut. Es waren noch mal zwei sehr gute Tests gegen internationale Gegner, die uns gezeigt haben, dass wir eigentlich nicht dran sind und dass wir eigentlich für die Meisterschaft parat sein sollten. Bleiben wir gerade beim Kader. Wir haben sie am Freitag in einem 4-3-3 gesehen, heute in einem 4-4-2. Was werden wir sie gegen St. Gallen sehen? Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt, wie es mit den Verletzten oder Angeschlagenen aussieht. Heute ist es auch ein bisschen also aufgrund von der Frauen, die ich zur Verfügung hatte oder wie ich angefangen habe, dass ich auf das 4-4-2 umgestellt habe. Aber ja, sie müssen ein bisschen beides können. 4-4-2 wie das 4-3-3. Es gibt verschiedene Systeme. Es kommt nicht auf das System drauf an, sondern auf die Umsetzung, die Spielerinnen haben müssen, wo die Automatismen wo eigentlich immer die gleichen sind. Und das Ziel ist, nach vorne zu spielen und Goal zu schiessen. Jetzt haben wir am Freitag gesehen, Minsk. Die kommen, ihr geht auf Minsk. Champions League. Heute haben wir gegen, oder ich würde sagen, dem Turnier haben wir gegen vermeintlich sogar noch bessere Gegner gespielt. Was könnt ihr gleich auf dem internationalen Niveau von so einem Turnier gerade mitnehmen für eine Champions League? Ja, ich denke, Cleverness und Fitness von diesen Spielerinnen ist klar. Die trainieren natürlich mehr wieder mehr, die können mehr trainieren wieder mehr. Und in Minsk wird uns ein sehr schwieriges Spiel erwarten, wie im Rückspiel auch. Aber es hat gezeigt, dass wenn wir mit der Top-Besetzung anfangen und wir wirklich bereit sind, dass wir eigentlich gegen jeden Gegner Chancen haben. Und so werden wir dann sicher auch auf Minsk gehen, aber das ist noch weit entfernt. Jetzt haben wir zuerst mal St. Gallen und dann noch die anderen Spiele, bevor wir dann auf Minsk gehen. Jetzt international geht es bei vielen von Ihrem Team weiter, oder? Ein paar in der Nazi. Fabian Humm ist erst gerade wieder zurück in die Nazi, der Captain, Goalscorer, Hashtag Humbelievable, wie ich gerne sage. Ärgert das der Trainer ein bisschen, dass er eine Frührungsspielerin jetzt alle drei Wochen fehlt? Ja, es ist nicht einfach, aber ich meine, da muss nicht nur der FCZ damit leben, es hat auch andere Vereine, wo mit dem leben muss. Wir müssen in dieser Zeit werden sie auch trainieren und spielen, Spielpraxis holen und von dem her ist das okay. Ich werde dann in dieser Phase halt mit den anderen müssen schauen, dass die weiter auch gut trainieren und Fortschritt machen und mit dem muss man leben, das ist immer so. Und nächstes Jahr, wenn sie wieder da hinkommen? Ist die Erfahrung von Hagendorf immer noch gut? Die Erfahrung ist sehr gut. Ich hoffe, dass sie uns wieder einladen, weil ich finde, wie gesagt, es war gut organisiert, es sind Top-Mannschaften da und es kann der FC Zürich, mich und unsere Spielerinnen nur weiterbringen. Merci.